So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bin immer noch krank, aber mir geht es dann besser. Ich versuche heute ein paar mehr Videos zu machen, weil jetzt eben die Ferien sind. Also heute geht es um den lang erwünschten Fernseher, den ja viele sehen wollten, weil ich auch was sehen kann. Ja, ist noch ein Fernseher. Und die gab es in Amerika, glaube ich, früher ganz oft, sogar bis 2009, wo die in Amerika das analoge Fernsehen gegen Digitales ausgetauscht haben, gab es die da sogar noch zu verkaufen. Und in Deutschland sind die eher selten, aber sind auch nicht sehr selten. Und zwar ist das ein schwarz und weiß Fernseher. Nicht zu groß, aber ja, ist nur ein Fernseher, ist jetzt auch nicht klein. Und den habe ich für 10 Euro auf eBay mit Verpackung und Bedienungsanleitung bekommen. Die beiden Sachen sind aber im Keller, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Der hat auch einen AV-Eingang, den wir gleich noch natürlich mit Kassette zeigen werden. Und ich habe auch extra meinen analogen Fernsehsender aufgebaut für euch mit Testbild. Das Analog-Fernseher hat einen analogen eingebauten Tuner und sende ich gerade. Mit dieser Konstruktion hier. Ja, jetzt habe ich die Kamera natürlich wieder voll verstellt. Dann fangen wir mal vorne an. Die Kamera ist jetzt ganz komisch, deswegen ich sehe auch nicht, was ich mache. Ich hoffe, ihr seht, was ich mache. So, hier haben wir eben die Gurke selber. Relativ dünnes Glas. Man sieht den Phosphor da drin. Radio, Aus- und TV, AV. Radio ist also FM, also UKW und Mittelwelle oder Kurzwelle, weiß ich gar nicht. Mono, also nichts Besonderes, der Kopfhörerausgang ist auch Mono, Lautstärkeregler. Und hier haben wir eben die ganzen Frequenzen. Und hier so ein rotes Ding, das geht so hoch und runter. Hoch und runter, wie man eben dreht. Hier auf der Seite haben wir die Senderwahl für alle Sender und davon ein Grill oder eben mehr Luftlöcher. Da hinten haben wir die Informationen und die ganzen Kontrolldinger. 14 cm schwarz-weiß Fernseher mit Radio. TV-System BG, weiß ich nicht, was das ist. Eben die TV-Kanäle von VRF und UHF. Und Radio eben. Betrieb ist eben ganz viele C-Batterien. Und 12-Volt-Eingang fürs Auto hat der. Oder eben mit Kabel. Leistungshalter auf korrekte Position stellen. Ich weiß nicht, wo hier ein Leistungshalter ist. Den so normaler Eingang hier. Und hier im Plastik eingedruckt mit Radiation. Das Ding anscheinend keine Strahlung hat oder sehr wenig. Frag mich nicht, was das sein soll mit dieser Strahlung. Hier haben wir dann die Anschlüsse. Externen Antenneneingang, der 12-Volt-Eingang, Toneingang, Monoton und eben Videoeingang, ein Schalter zwischen TV und AV. Dann haben wir Vertical Hold, also wenn das Bild hoch und runter dreht, dann macht man das. Dann dreht man daran Brightness, also Helligkeit und der Contrast, also Kontrast. Hier auf der Unterseite. Eben 30.000 Batterien rein, damit man das Ding immer Batterie benutzen kann. Und auf der Seite ist dann der Lautsprecher. Und ja, ich habe gerade gesehen, mein Sender ist gerade ausgegangen. Kann ich ihn eben nochmal anmachen. So, jetzt ist mein Sender wieder an. Ja, dann ziehe ich mal eben meinen Strom an.
Ah, hurra, der Leo steht eben. Sehen es aus. So. Und dann machen wir ihn mal an. Das ist jetzt im Fernsehen oder AV? Will ich eben noch mal kurz gucken. Keine Ahnung, werden wir jetzt herausfinden. Können wir ihn anmachen. Kann ich die Kamera vielleicht runter machen? Wäre das dafür besser? Ja, wieder sehr vorbereitet hier. Ich glaube, für den Teil vom Video wäre es besser, wenn ich die Kamera ein bisschen runter mache. So. Und machen wir ihn mal an. Hört den Silent Hofo. Und wir sind auf Fernsehen. Dieses Flackern, was man jetzt auf der Kamera sieht, das ist im echten Leben nicht da. Ich weiß nicht, ob die Kamera sich nochmal einstellen will oder ob die jetzt einfach flackern will. Auf jeden Fall ist dieses Flackern da im echten Leben nicht da. Und dann ziehen wir mal die Antenne raus. Ich hoffe, das Ding geht im Sender überhaupt rein. Vorhin ja, jetzt nicht mehr. Mal sehen. Da ist ein Sender. Sehr schwach geht das Ding rein. Aber da ist mein analoger Fernsehsender. Es wäre die Sender fein einzustellen mit dem Rad hier, aber da sieht man, dass eben der eingebaute analoge Tuner oder Empfänger oder wie auch immer den Sender auch reinkriegt. Und damit wir jetzt auch ein etwas besseres Bild reinkriegen, schließen wir jetzt mal eine AV-Quelle an. Wenn ich mit der Antenne nicht alles abreißen würde. Anschlüsse. Ich werde, wie man auch gerade schon gesehen hat, der Ton von dem Fernseher ist leider kaputt. Ist kein Ton. Ja. Aber ich ließ den Ton trotzdem nochmal an, weil ich jetzt die Notzählregler nicht betätigt habe. Aber der Ton ist, oder war zumindest beim letzten Mal kaputt. Der Kopfhörerausgang geht, aber der eingebaute Lautsprecher eben nicht. Dann mache ich mal die Kamera an. So, das ist natürlich schön. Jetzt will der Camcorder, dass ich die Kassette rausmache. Vielleicht. Ach so, ich habe meinen Kameramodus getan und ich habe das so eingestellt, dass man nicht mehr drüber aufnehmen kann. Das ist im Übrigen eine alte Musikanlage aus den 80ern, würde ich sagen, bei Bekannten von uns. Hinten den Schalter muss man dann eben in den AV-Modus tun. Und zack. Da ist ein Bild und das ist echt scharf. Für was es ist, wenn man sich das Bild über analoges Fernsehen anguckt. Auch wenn man es direkt in den Antennenanschluss tut. Wie gesagt, kein Ton. Müssen wir uns jetzt eben mit dem Ton vom Camcorder befriedigen, der aber auch halbwegs geht. Wie man hört, geht die Musikanlage, aber hat halt Copyright. Plattenspieler mit Doppelkassette, CD-Spieler und ein digitaler Tuner, Radioempfänger, wie auch immer man das eben nennen will. Man sieht, es geht. Das Bild ist auch gar nicht schlecht, finde ich. Ich kann natürlich auf Pause drücken. Ja, das war es eigentlich auch schon. Mal sehen. Können wir hier noch schöne Sachen am Bild zum kriegen? Ich würde sagen, nee. Ne, kein Menü am Bild zum leider.
wenn ich in den Knopf drücke. Ne. Aber, wie man sieht, geht der Fernseher und eben der Empfänger. Boah, diese Nase. Hat mal funktioniert. Also wie man sieht, geht man jetzt nie rein. Ich weiß aber auch wieso. Weil das Kaktus schon wieder ausgehalten hat. Ja. Also, er funktioniert. Und jetzt werde ich mir die Nase putzen. Und wenn ich das nicht mache, habe ich Probleme. Aber wie man sieht, er funktioniert. Und es ist eben schön, damit rum zu experimentieren. Und hier ist dann eben nochmal das Bild der Farbe. Für alle, die das sehen wollen. Ja, danke fürs Ansehen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.